Baumwarane sind eine kleine Gruppe von Waranen, die überwiegend aus Indonesien und Papua-Neuguinea stammen. Es sind, wie der deutsche Name bereits verrät, Baumbewohner mit teilweise spektakulären Farben. Die Arten, die dem Parasinus-Komplex zugerechnet werden, erreichen kaum mehr als 1 Meter Gesamtlänge, wobei über 2/3 der Länge auf den Schwanz entfallen. Der blaue Baumwaran wurde erst im Jahre 2001 von Böhme und Jacobs beschrieben. Mit einem Import aus Indonesien gelangten damals die ersten Tiere dieser Waranart nach Deutschland, wo sie als neue Art erkannt und als solche beschrieben wurden. Die hier gezeigten blauen Baumwarane stammten ebenfalls aus einem Import, der jedoch illegal war, wodurch die Warane zu uns ins Reptilium nach Landau kamen. Mehr als ein halbes Jahr waren die Tiere in Quarantäne, ehe sie im Januar 2012 den Besuchern vorgestellt werden konnten. Das natürliche Verbreitungsgebiet ist nach aktuellem Wissen lediglich die kleine Insel Batanta im indonesischen Teil von Neuguinea. Als karnivore Art ernährt sich der blaue Baumwaran von Insekten entsprechender Größe und kleinen Wirbeltieren. Bei uns werden die Warane vor allem mit ausgewachsenen Wander- und Wüstenheuschrecken gefüttert. Gelegentlich erhalten sie zusätzlich kleine Mäuse. Dass auch ein so eleganter Kletterer mitunter seine liebe Not hat, das vermeintliche Beutetier zu fangen, zeigen diese Aufnahmen. Um eine artgerechte Pflege zu gewährleisten, muss das geräumige Terrarium hoch sein und viele Klettermöglichkeiten für diese eleganten Echsen bieten. Neben den Korkwänden darf Astwerk nicht fehlen, indem der blaue Baumwaran sein natürliches Verhalten zeigt. Da die Art aus den tropischen Gebieten Südostasiens stammt, gehören neben entsprechenden Temperaturen auch eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Wohlbefinden. Eine Trinkschale versorgt die Warane mit Wasser.
In großen Terrarien wie diesem hier mit einer Breite von 3,70 Meter, einer Tiefe von 2 Metern und einer Höhe von ebenfalls 2 Metern lassen sich mehrere Exemplare vergesellschaften. Heute wird der blaue Baumwaran in menschlicher Obhut nachgezogen. Bedenkt man, dass die Art nach derzeitigem Wissen nur auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean lebt, lässt sich die Vermehrung des blauen Baumwarans als aktive Form der Arterhaltung beschreiben. Thank you.